und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Und leider nur Tiger Farm. Hi. Hallo. An dieser Stelle natürlich auch nochmal für alle Zuschauer von YouTube herzlichen Dank für die 24 bzw. 16,5 Stunden. Ich hab ja leider nicht. Ich verstehe echt nicht, wie man so lange durchhalten kann. Och, war nice. Gut, wir starten. Tiger Farm ist LU und arbeitet heute mal wieder für sich, weil nur eine LU da ist. Ja. Gut, hast du gut erkannt, Verona. Dicke. Voll aufmerksam. Ach ja, da will man einmal anfangen aufzunehmen und dann auf einmal kommt der Hund und bellt. Naja, vielleicht hat man dann ja mehr Bauernhofgeräusche. Mhm. Auf dem Bauernhof sind ja manchmal Hunde. Meist sogar, würde ich sagen, behaupten. Ja, stimmt eigentlich. So, ich probiere halt nochmal. Ich kenne mit der einen Hofscanner. Ich probiere halt nochmal einen Haufen Geld zu machen. Probierst du das? Ich mache das heute. Ja. Ja. Also mein Kontostand sieht gut aus. Meiner 50-50. Meiner sieht ein bisschen belastend aus, aber sonst. So. Du verlangst immer zu wenig. Bist zu gutmütig. Ein Dranhänger. Was hängt? Ob ich an alle Reise eine 0 dranhänge. Das wäre zu. Also an alle nicht. 30.000 für einen Feld säen wäre schon ein bisschen viel. Ja. Wenn ja. Der Sehen kostet ja 1500. Das ist halt 15.000 kostet. Naja. Ich sag mal, da ich kann man glaube, ja. Ich glaube, ich würde da nie wieder was vom LU machen lassen. Ja, da würde ich auch lieber den Helfer nehmen. Vielleicht müssen wir einfach mal so ein bisschen an die Helferpreise das orientieren. Stimmt, ich setze im Moment fast gar keine Helfer ein. Das ist ungeschickt. Wie Maruna so schön sagt. Du immer. Ah, stimmt, immer dein Ungeschickt. Immer. Es ist nichts gegen dich, aber es regt mich langsam so ein bisschen auf. Das ist aber echt ungeschickt. Menu. Es ist nichts gegen dich, aber es ist richtig. Ach so. Weiß nicht, hat sich irgendwie eingeschlichen, genauso wie das A-Wort. Das A-Wort? Allah. Ja, nur auf Deutsch und nicht auf. Ach so, ich dachte schon, ach du Scheiße. Aber das sag ja nur ich. Spandauer. Ja. Genau. Spandauer Allah. War lustig. Was denn Allah? Ja. Ich war zwar nicht dabei. Im Grunde war der Typ schon witzig. Ja. Na, geh doch weg hier. War der beim 24-Stunden-Live-Spiel? Ja, genau. Was auch immer, das sagen wir jetzt ja genau. Ja, seit England, da kann ich nicht mehr so gut Deutsch, müsst ihr wissen. Eine Woche hat er bei dir gereicht? Ja, das reicht schon bei mir. Ja, aber es ist halt schon krass. Du lernst dadurch viel schneller, wenn du in der Umgebung bist, wo du musst. Mhm. Ja. Vor allem das Schlimme war manchmal, da hat die uns, also wir waren ja bei diesen Gasteltern, und da hat die uns manchmal was gefragt und dann wussten wir manchmal gar nicht, was sie so meinte, weil die manchmal so Wörter gesprochen hatte, die wir überhaupt noch nicht kannten so richtig. Ja, und dann haben wir einfach irgendwie die ganze Zeit yes und geantwortet. Und dann irgendwann kam eine Frage und dann haben wir trotzdem yes geantwortet und haben nur gehofft, dass das einfach keine Frage war. Also manchmal, da war das schon echt komisch. Okay. Weil eigentlich war ich so der Einzige, der so richtig Englisch konnte von unseren. Oh Gott, hier liegen ja überall Bäume. Wo denn? Das ist ungeschickt. Oh Gott, nein. Wo bist du denn? Ich sag mir, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Hier ganz am Anfang. Musst du dich mal hinstellen, das war mir voll laut. Ja, jetzt muss ich komplett den Umweg fahren. Wo komm ich raus? Bist du bei mir? Also. Ja, ich war hier. Ich bin am Entlasten, ich höre nichts. Na schön. Ich fahr wieder auf den Weg. Ja, das mein Grundstück überqueren. Danke. Ich nicht. Danke. Ist den Radio hören. Das Schlimme war,
wo wir in England waren, da sind wir in London 13 Kilometer gelaufen, ey. Gelaufen. Am Stück. Stimmt, der Baum hier liegt ein bisschen im Weg. Ich glaube, den lasse ich noch eine Weile liegen. Na toll. Danke. Der Ast hier hin. Ach, da liegt noch ein Baum. Tiger Farm, ich glaube, hast doch einen guten Job gemacht. Hallo. Was? Ich kann mal einen guten Job machen. Wird keiner dafür bezahlt, dass er keinen guten Job hat? Ach, wenn wir fertig sind mit den Asten, können wir ein bisschen Geld verdienen. Ist das so? Ja. Das ist nur eine reine Lüge. Stimmt. Das auch so gesagt. Ist nicht ein bisschen, ist viel Geld. Reine Lüge. Ich glaube, jetzt habe ich eine gute Grafikeinstellung gefunden. Ist gut. Was denn? Ich habe jetzt so 30 bis 40 FPS. Kommt aber auch immer auf die Karte an. Jo. So. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alle, die hier rumliegen, entlastet. Yay, erst 31% vom Auftrag. Yay. Ich freue mich für dich. Danke. Für dich. Zieh an. Oh nee, da liegt immer noch ein Baum. Nee. Oh Gott. Warte, ja, was? Nein, 24 Stunden sind einmal was. Da ich so müde. Ich hatte so viel vom Computer. Welches Feld war das jetzt noch, was ich jetzt. Ach, Feld 20, ne? Ach, genau. 21. Feld 20. 20, ja. Da wird mir einfach müde sein. So, dann ist der nächste Baum. Welchen nehmen wir denn da? Am besten meinen Baum. Nein, das ist ungeschickt. Das ist wirklich ungeschickt, das ist ungeschickt. Ja, der ist am Baumstumpf hängen geblieben. Das ist ungeschickt. Sag ich doch. Aber du wolltest, ja nicht, du wolltest es ja nicht hören. Steckst mich schon damit an. Das ist echt ungeschickt. Das wäre gut, du lieber nicht heute, machen, also, ne? Wenn ich heute alle Bäume hier wegtritt. Da ist noch einer. Der das wäre echt ungeschickt. Ja. Nee, nee. Okay, wir sollten langsam mal damit aufhören, ey. Das reicht. Hast du das Feld mal? Bisschen Geld, würde ich mal behaupten. Oh nein, habe ich das echt nicht getan, ne? Was? Die Frucht zerfahren. Ich habe vergessen, die auf Pflegebereifung umzubauen. Ach, ja, das ist doch Müll. Eins muss man dir lassen, du bist schlau. Das ist ungeschickt. Das ist wirklich ungeschickt. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal schlau? Gerade eben war ich noch... Hallo? Weiß ich nicht, was ich gerade eben war. Aber gerade eben war es noch was anderes. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal schlau? Oder also, war das irgendwie... Was sollst du denn eben sein? An Dingsbums. Gerade eben war ich kein Profi. Und kein Meister. Das LU nennt man nicht umsonst Profi-Farmer. Profi-LU. Wer hat hier das LU? Ah, es hat geklappt. Super. Warte, kann ich nicht auch hinten rumfahren? Die Straße müsste jetzt durchkommen. Ich habe den Baum so weit entastet. Nö, nee, alles gut. Ich war jetzt anders. Pech gehabt. Nee, ich habe nämlich erkannt, dass nämlich ein Weg kürzer ist. Ach, das ist... ich habe die Frau überfahren. Tut mir leid. Ist gut, wenn man das erkennt. Also, nicht das Frau überfahren, sondern... Was soll sagen hier? Das ist auch gut, wenn man das erkennt, dass man was überfahren hat. Ja,
Das wäre nämlich echt schlecht. Jo. Durch den Flug legt sich mein Beitrag so ein bisschen. Leck. Bisschen. Lehnt sich so ein bisschen zur Seite. Ui, schön. Mein Case lenkt nicht mehr, was nein. Oh Gott. Mein Case hat auch gerade ein bisschen doof gelenkt. Nee, der lenkt gar nicht mehr. Lenkt nur noch nach links, kein rechts mehr. Okay, daran habe ich nichts drin. Mal gucken. Nee, geht schon wieder. Das liegt an den Stämmen, die sich hier verkeilen auf dem Boden. Mann, da will ich einmal ADAC spielen und dann darf ich es nicht. Nee, du darfst halt nur deine Aufgaben erfüllen. Nein! Oh, jetzt bin ich gegen Baum gefahren. Dann helfe ich halt nur noch Mikado. Genau. So ist fein. Komm schon. Wo soll ich denn hinkommen? Ein Traktor soll Gas geben. Stimmt, warte mal. Helfer B hat seine Arbeit erfolgreich beendet, willst du starten? Entschuldigung. Nee, will ich nicht. Es lässt sich nicht mehr durch. Einschalten. Okay. Egal. Hey, was habe ich denn jetzt hier noch angegurtet? Was soll denn das? Was hast du getan? Keine Ahnung. Irgendwie kettet der hier gerade den Boden an. Nicht. Hä? Der kettet den Boden an. Was soll denn das? Der kettet den Boden an? Ja, ernsthaft. Hä? So, jetzt aber mal ein bisschen huppig hier. Wir haben schon gleich Ende der Folge. Dann müssen die nächsten Tage ein bisschen kürzer treten. Das muss mal sein. Wir haben so ein kleines Time-Management-Problem. Ups. Immer so ein paar Minütchen über den eigentlichen. Ist doch immer so. Und das müssen wir halt dann einfach mal wieder reinholen. Ja, so ist es. Ach, schlau. Könnt ihr jetzt alle mal sagen, ich bin schlau. Also, Tigerfarm. Das kann sein, dass du schlau bist. Gilt das auch? Nein. Ja. Du musst sagen, Tigerfarm ist schlau, dann ist. Ich dachte, du heißt Tigerfarm und nicht Tigerfarm. Nein, Tigerfarm. Oder? Ich hab schon immer Tigerfarm geheißen. Wie auch immer. Was auch immer. Wie auch immer man das nennt. Ich hab meine Tigerflamme gehisst. Achso. Das war alles, was ich wissen wollte. Geh durch! Ja. So, dann habe ich mich mal eben auf Discord auf bitte nicht stören gestellt. Ich habe mal heute, denke ich, kein Geld mehr. Ich auch nicht. Ich bin heute auch leider nicht. Ich habe sowieso nie Geld. Ich fall immer alles zurück. Und wir spielen die ganze Zeit auf Zeit 5, Zeit 1. Ich stimmt. Das hat niemand gesehen. Sonst fällt mir das immer auf. Das ist im Rest schon erwischt. Sonst ist ja nicht immer. So, die Ladung noch und dann ist gut. Was ist dann gut? Dann ist wahrscheinlich Ende. Ja, genau. Oh, zu schwer, Alter. Kann ja wohl nicht sein. Dann ist gut. Baruna, okay, wird jetzt mit YouTube aufhören. Hab auf. Nö, so schnell noch nicht.
Nur wenn du so 1 Milliarde Abonnenten hast, dann hörst du auch mit YouTube. Ach komm, 100.000 würden mir schon reichen. Wir reichen auch 10.000. Ja, das vielleicht auch. Nicht nur vielleicht. Ich wäre ja schon froh, auch, wenn ich... reicht auch, wenn du ich beim Stream zuschaue, das reicht auch. Ich wäre ja schon froh, wenn ich mal wenigstens 1.000 oder 100 Abonnenten hätte. Dafür muss man auch was tun, Leute. Von allein kommt das nicht. Jo, aber ich hab so Equipment, das kennst du gar nicht, ja. Das nennt sich Equipment. Dann starte mal, dann ist doch gut. Das stimmt, warum? Wir müssen auch demnächst nochmal testen wegen dem Aufnehmen, ne? Das bei mir. Das sollte bei dir funktionieren. Aufnehmen? Bei dir? Ja, ich probiere das demnächst mal. Also Tiger probiert auch eigentlich auch zurzeit ein bisschen rum. Wie ja, ich so hin und schon wieder auf Twitch sehe. Ja, ich mache immer die ganze Zeit Tests. Nee, irgendwas stimmt bei den Einstellungen wohl noch nicht bei dir. Nee, es ist immer so ein Flackern da. Weiß auch nicht. Weil es gar nicht richtig Twitch. Den Case, den quäl ich heute ein bisschen. Ich glaube, das kann doch sein, dass ich vielleicht heute schon die erste Ladung wegbringe. Ich nicht. Also nee, ich hab das schon Ende. Hab hier Zeug liegen, aber... Also. Ich werde nicht dazu kommen, dass ich das jetzt... Oder ich werde es jetzt nicht verkaufen, sag mal so. Ich verkaufe das erst in der nächsten Folge. So. Erst 41%. Darum, wenn es euch gefallen hat... hallo? Nein. Du hattest ein einmaliges Überfahrtsrecht, kein dauerhaftes. Das zählt. Darum, wenn es euch gefallen hat... Ah, da liegen noch Bäume. Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. So schaut's aus. Und schaut und gerne ja morgen wieder rein. Jo. Hey, da liegt ein Baum. Ich sagte doch, da liegen noch Bäume. Haut's rein, macht's gut. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.